Der Wald ist unglaublich wichtig für uns Menschen natürlich. Es ist in Deutschland auf jeden Fall das natürlichste Ökosystem, was wir haben. Er ist Lebensgrundlage, Rückzugsort, Sauerstoffspender und Rohstofflieferant. Und wer Bilder vom Harz gesehen hat, der weiß, wie katastrophal das aussieht. Das Paradies verändert sich. Es sind ganze Hänge abgegangen durch den Bogenkäfer. Aber es gibt Hoffnung. Man kämpft immer weiter für den Erhalt des Waldes. Ein Kampf gegen Feuer und Trockenheit. Es reicht hier ein Funken und es brennt alles lichterloh. Ein Drittel Deutschlands ist von Wald bedeckt. Doch was tun, damit das so bleibt? Die entscheidende Frage ist, die muss die Gesellschaft beantworten, was wollen wir eigentlich von unserem Wald? In der Veränderung liegt auch eine Chance. Deutschlands Wald im Wandel. Der Harz. Kaum ein Gebiet wird so sehr mit dem deutschen Wald assoziiert wie er. Und bereits am Morgen steht der Mensch lange, um seinen Wald aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben. Auf dem Baumwipfelpfad in Bad Harzburg ergattern jeden Tag hunderte Besucher einen Blick auf das Dach des deutschen Waldes. Der Wald ist uns wichtig, weil er für Erholung steht, Gesundheit, Leben. Freude. Es ist einfach schön, ein schönes Erlebnis. So ein Glücksgefühl, ne? Weil die Luft, das Grün, es tut einfach gut. Ja, wir haben unsere Schwiegermutter zu Besuch und wir wollten ihr mal was Besonderes bieten hier aus der Region. Und das ist ja wirklich einzigartig hier. Das ist einfach so eine innerliche Zufriedenheit und daraus kann man irgendwie Kraft tanken. Der Wald ist für viele immer noch der Sehnsuchtsort schlechthin. Und jeder Deutsche geht statistisch gesehen mindestens 40 Mal in den Wald. Und Deutschland ist immer noch zu über einem Drittel mit Wald bedeckt. Doch wie geht's Kiefer, Fichte, Buche und Co.? Denn der Wald ist nicht unverwüstlich. Christian Ammer ist der Experte, wenn es ums Thema Wälder in Deutschland geht. Der erfahrene Waldbiologe erforscht, wie es um den Forst, seine Bewirtschaftung, aber auch um die Beziehung des Menschen zu ihm steht. Wir treffen den Professor von der Uni Göttingen im Harz, wo die Lage besonders dramatisch ist. Wie ist es denn um den Wald bestellt? Wie geht's dem denn gerade? Wenn man den mal so mit vielleicht einem Menschen vergleicht, hat der eine Grippe, hat der vielleicht Corona? Es geht ihm nicht gut. Und ich würde sagen, er hat eine chronische Erkrankung. Also er hat sowas wie Asthma. Und das Problem ist, dass wir schuld sind, dass er Asthma hat. Also, und es ist eben nichts, was er so schnell loswerden kann. Wie sehr der Wald krankt, zeigen die Zahlen. Nur etwa ein Fünftel der Wälder steht noch in voller Pracht. 44% der Baumkronen haben an Fülle verloren. Und mehr als ein Drittel weist eine deutliche Verlichtung auf. Kein gutes Zeichen, denn diese Baumkronen tragen kaum noch Blätter oder Nadeln. So wie hier im Südharz in Sachsen-Anhalt. Hier frisst sich ein aggressiver Pilz durch den Baumbestand. Die Rinde ist bereits abgefallen, die Kronen haben keine feinen Äste mehr und die Bäume sind tatsächlich abgestorben. Es ist also ein abgestorbener Eichenwald als Folge des Klimawandels, muss man so hart sagen. Der Wald stirbt. Hart, aber treffend ist diese Diagnose. Wie auch Satellitenbilder aus den vergangenen Jahren belegen. 2017 stand der Forst rund um den Brocken noch in voller Pracht. Nur 3 Jahre später sind massive Schäden nicht zu übersehen. Sehr heiße Sommer in den Jahren 2018 und 2019 zeigen Wirkung. 2022 dann braune Schadflächen, soweit das Auge reicht. Im Teutoburger Wald hingegen sollen die Bäume fallen. Hier wird totes Holz geschlagen und der Ansturm an Helfern ist groß. Die Nachfrage ist im Moment gestiegen, halt wegen der ganzen Energiefrage. Alle Leute wollen Brennholz machen. Doch bis es soweit ist, gibt es einiges zu lernen. Ein Kettensägenführerschein ist unerlässlich. 30 Männer und Frauen stehen also früh morgens in der Kälte, um es später einmal warm zu haben. Viele hier auch im ländlichen Raum, die haben alte normale 1-2 Familienhäuser. Und da ist die Holzmöglichkeit einfach die günstigere. Ich habe schon eine ganze Weile einen Kamin bei mir zu Hause, einen kleinen nur fürs Wohnzimmer. Und heiz einfach da fürs Wohnzimmer, dass es da ein bisschen wärmer ist. Fehler im Umgang mit der Kettensäge können gefährlich werden. Eine kalte Wohnung scheint für die eigene Gesundheit aber gefährlicher. Der Zulauf der Hobby-Holzfäller erfreut die Förster. Allerdings sei den Newcomern im Wald auch gesagt, die Ressourcen sind begrenzt.
Eins ist klar, ganz Deutschland kann ich mit Holz heizen, das kann nicht funktionieren. Und dann ist in der Praxis so, es werden die vernünftigen Bäume mit guten Qualitätseigenschaften, die werden markiert und alle die Bäume, die die guten behindern, die werden rausgeschlagen bei der Pflege, damit man möglichst wertvolles Holz für die Industrie erzeugen kann. Zeit also, mit der Holzindustrie zu sprechen. In der Nähe Neuruppins im Brandenburger Wald treffen wir den Geschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Holzindustrie, Danny Ohnesorge. Wie wichtig ist denn der deutsche Wald für die deutsche Holzindustrie? Jeder, der zu Hause an einem Holztisch sitzt, im besten Falle vielleicht in einem Holzhaus wohnt, diese Produkte sollen im besten Falle aus der Region mit kurzen Wegen heimischer Produktion kommen. Und diese Vielfalt der Produkte, die man aus Holz herstellen kann, macht das Material so einzigartig, weil es ja natürlich in der Kombination ein nachwachsender Rohstoff ist, nachhaltig erzeugt, ein umweltfreundlicher Rohstoff ist. Und wir können eigentlich quasi alle Produkte daraus produzieren. Im Harz hat nicht die Holzindustrie, auch nicht mehr der Förster die Oberhand. Hier haben Schädlinge die Bewirtschaftung übernommen. Auch weil hier eine Baumart besonders dominiert, beziehungsweise dominierte. Wir haben hier 20.000 Hektar gehabt, davon 85% Fichte. Die ist zu 90% verschwunden. Man sieht das ja auch an den Flächen, große Kahlflächen. 99% von dem, was Sie jetzt hier in diesem Ausschnitt sehen, sind Fichtenwälder gewesen. Ein schmerzhafter Verlust. Denn rund die Hälfte des genutzten Holzes spendet sie immer noch. Wächst schnell wie kaum ein anderer Baum. Ist es richtig zu sagen, dass die Fichte der Brotbaum der Deutschen ist? Also sie war es jedenfalls sehr lange. Über viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, war sie tatsächlich ein Baum, der einen hohen Ertrag versprochen hat. Auch sehr einfach eigentlich ist, weil die Fichte ist eine Baumart, die auf zum Beispiel kahlen Flächen relativ problemlos wächst. Sie hat kein Problem mit Frost zum Beispiel oder mit der Konkurrenz durch die Bodenvegetation. Und das hat sie eben als Baumart ausgezeichnet, die man praktisch überall hinpflanzen konnte. Und die Stämme werden immer schön gerade, sie sind nicht groß, sind nicht schwierig zu verarbeiten. Sie hat sehr gute Holzeigenschaften. Und das hat alles dazu geführt, dass man diese Baumart besonders begünstigt hat, weit über ihr eigentlich natürliches Verbreitungsgebiet hinaus. Nun schrumpft das Verbreitungsgebiet der Fichte rasant. Tote Bäume, wohin man schaut. Die Harzbewohner nennen die Region bereits Silberwald. Ganz eindeutig, deutlich gestiegene Durchschnittstemperaturen, vor allen Dingen Spitzentemperaturen, wie sie es im Harz gar nicht gab. 40 Grad, das gibt's nicht. Und infolge dieser Klimaveränderungen eine deutliche Schwächung gerade der Fichte, die viel Wasser braucht. Und das hat es dann dem Borkenkäfer leicht gemacht, das alles aufzufressen. Auch im Vogtland ein ähnliches Bild. Die Förster sind besorgt. Der Parasit hat auch hier ganze Arbeit geleistet. Der Schaden immens. Sieht man hier in der Nähe halt, sind ganze Hänge abgegangen durch den Borkenkäfer. Aber wie kann ein kleines Insekt ganze Wälder zerstören? Es reicht ein Blick hinter die Baumrinde. Hier sehen wir schon ganz viele Löcher am Baum. Ja, ganz viele kleine Löcher. Dort. Ne? Die sieht man mit bloßem Auge. Hier ist immer ein bisschen Harz. Und das zeigt mir schon, dass der Käfer hier drunter sitzt. Und wenn ich jetzt die Rinde abziehe, haben wir hier drunter den Käfer sitzen. Die Larve, die brauchen noch circa eine Woche. Das sind schon die Puppen. Ja, die werden am nächsten Tag ausfliegen. Und so geht das große Fressen weiter. Die Statistik der Schadholzernte belegt eindrucksvoll den rasanten Vormarsch des kleinen Schädlings. 2012 wurden etwa 5 Millionen Kubikmeter Schadholz geschlagen. Über 20% davon ging auf Schäden durch Insekten wie den Borkenkäfer zurück. 2022 waren es schon 45 Millionen Kubikmeter und davon gingen ganze 80% auf das Konto von Insekten. Also der Baum, der stirbt jetzt sozusagen ab, der hat es noch nicht mal ganz mitbekommen. Die Nadeln sind noch grün. Die Leitbahnen sind jetzt sozusagen durch die Larven durchgefressen. Die fressen sich nach rechts und links am Baum. Und dadurch werden sozusagen die Nährstoffe, die hoch oder runter transportiert werden, unterbrochen und der Baum stirbt ab. Eine traurige Prognose, mit der sich Waldbesitzer aber keinesfalls abfinden wollen. Wo Altes massenhaft vernichtet wird, muss Neues her. Im Bergischen Land haben Förster Christian Hart und sein Vater sich vorgenommen, alles für den Erhalt einer jeden Pflanze, eines jeden Baumes in ihrem Wald zu tun. Man kämpft immer weiter für den Erhalt des Waldes, weil es wirklich ja, mehr oder weniger schon die Arbeit der Vorfahren ist.
die sich solche Mühe gegeben haben. Und erfreulicherweise, der Wald will ja selber auch leben. Er hilft einem, wo er nur kann. In mühsamer Kleinarbeit ersetzen sie den toten Wald. Die neue Baummischung soll nun möglichst vielfältig sein. Jede zusätzliche Baumart macht den Wald insgesamt vitaler, weil wenn eine Baumart ausfällt, sind immer noch im Idealfall 20 andere da, die dann den Wald stützen. Und vielleicht helfen sie sogar dann auch das Schadereignis einzudämmen, weil der Parasit oder Schädling nicht von Baum zu Baum springen kann, sondern erstmal dann 1000 Eichen zwischendrin hat oder viele Kirschen oder andere Baumarten. Welche Baumart wo neu gepflanzt werden muss, um klima- und schädlingsresistent zu sein, ist von Region zu Region unterschiedlich. Fest steht, nur mit einer diversen Baummischung geht's in eine krisensichere Zukunft. Der Wald im Umbruch. Auch die Holzindustrie erkennt die Zeichen der Zeit, muss sich anpassen. Ja, wir sind aktuell in einem Wald, der im Umbruch, ein Wald im Wandel ist, kann man sagen, weil wir einmal die Herausforderung haben, dass wir mit den Wäldern, die wir geerbt haben, von unseren vorherigen Generationen arbeiten müssen. Die haben uns wertvolles Holz zur Verfügung gestellt, was wir heute für tolle Produkte nutzen können. Und gleichzeitig ist bekannt, wir haben einen Klimawandel. Die Waldökosysteme müssen darauf reagieren, beziehungsweise wir müssen dafür sorgen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten auch noch Wald behalten. Und das sind Riesenherausforderungen, vor der nicht nur wir als Industrie, sondern vor allem natürlich die Waldbesitzer stehen. In Niedersachsen bekommen die Waldbesitzer höchstwissenschaftliche Unterstützung. Forscherinnen fahnden in diesem Waldstück nach den Bäumen der Zukunft. Wetter- und krisenfester sollen sie sein. Wälder in Deutschland leiden stark unter den klimatischen Veränderungen. Und um den Wald klimastabil, in Zukunft klimastabil zu machen, ist es notwendig, auf eine breite Baumartenpalette zu setzen. Auch neue Bäume braucht das Land. Aber wie exotisch dürfen die sein? Die Wissenschaftler haben an diesem Tag besonders die nordamerikanische Roteiche im Visier, um sie zu züchten und weiter zu erforschen. Die Erwartungen sind hoch an die neuen Baumarten. Die Roteiche gilt schon als Hoffnungsträger in der Mischung mit anderen Baumarten zusammen, also nicht als alleiniger Hoffnungsträger, als alleinige Baumart, aber in der Mischung zur Bereicherung und der Baumartenpalette spielt sie eine bedeutende Rolle. Neben der Roteiche sind Douglasie oder Weißtanne, eigentlich Fremdlinge, besonders gefragt. Sie sind besser gewappnet gegen Trockenheit, so viel steht fest. Aber Exoten können auch neue Probleme schaffen, zu Konkurrenten werden. Wie viel Veränderung darf also sein? Da gibt es Puristen, die sagen, nee, wir müssen mit den, unsere Baumarten werden sich anpassen und wir müssen mit denen zurechtkommen und wir sollten nicht jetzt aus anderen Regionen der Welt Baumarten einführen, auf die assoziierten Arten bei uns, Käfer, Wanzen, wer auch immer, Pilze, nicht angepasst sind. Andere Leute sagen, wenn wir das nicht machen, dann stehen wir mal irgendwann ohne Wald da. Und ich glaube schon, dass wir bei einigen unserer Arten schon auch die Hoffnung haben dürfen, dass sie sich zumindest so weit entweder anpassen oder ihre Eigenschaften so sind, dass sie etwas mehr aushalten, als wir ihnen vielleicht jetzt zubilligen. Aber wir werden sicher auch Flächen haben, wo wir diese Baumarten aus anderen Regionen der Welt eben sehr wohl brauchen werden. Gebraucht werden diese neuen Arten auch im Kampf hier gegen Waldbrände. 2022 vernichteten 2400 Brände rund 3000 Hektar Waldfläche. Ein Rekord. Nur 1977 fiel innerhalb eines Jahres eine ähnlich große Waldfläche den Flammen zum Opfer. Die verbrannte Waldfläche war 2022 mehr als dreimal so groß wie der jährliche Durchschnittswert. Apokalyptische Bilder, die wir in Deutschland bisher so nicht kannten. Vielerorts musste gar das Militär aushelfen. Die Ursachen sind vielfältig. Sehr häufig sind aber Fahrlässigkeit und Brandstiftung die Auslöser. Und dennoch drängt sich die Frage auf, wie groß ist das Problem wirklich der Waldbrände? Also bislang und flächenmäßig betrachtet ist es noch nicht so ein großes Problem, aber es ist natürlich zu befürchten, dass es ein großes Problem werden wird. Und gerade so in einer Region wie im Harz, wo wir jetzt auf diesen vielen kahlen Flächen viel Gras haben, das im Sommer trocken ist, wir haben zum Teil auch noch tote Bäume rumstehen, die eben auch im Prinzip gutes Brennmaterial darstellen.
da baut sich schon was auf, wo wir sorgsam darauf achten müssen, dass es nicht außer Kontrolle gerät. In einem geschlossenen, feuchten, dunklen Wald ist es jetzt nicht unmittelbar so, dass es übermorgen brennt. Aber in diesen eben sehr trockenen Wäldern, die wir künftig häufiger haben werden oder Zeiten, in denen die Wälder trocken sind, wird das Risiko schon steigen. Umstellen muss sich auch die Feuerwehr. Neue Methoden müssen her, um frühzeitig auf die Flammen reagieren zu können. Ob aus der Luft mit der Drohne oder wie hier in der Waldbrandzentrale Brandenburg mit permanenter Videoüberwachung und aufwendiger Sensorik. Überall rüstet man sich gegen die wachsende Gefahr. Die Holzindustrie ist noch entspannt. Noch machen wir uns keine Sorgen, dass so viel Wald abbrennt, dass wir das in der Holzindustrie oder am Holzmarkt spüren können. Dieses verheerende Flammenmeer wütet im Schreckensjahr 2022 ganz ohne Holzindustrie oder Holzmarkt zu tangieren. Denn im Nationalpark Sächsische Schweiz darf keinerlei Holz entnommen werden. Deshalb birgt der apokalyptische 5-Wochen-Brand Zündstoff ganz anderer Art. Brandspezialisten aus ganz Europa hatten im urwüchsigen Gelände alle Mühe, schnell gegen Flammen vorzugehen. Wenig Schneisen, aber zu viel Totholz machten den Kampf gegen die Feuer schwer. Seitdem ist längst nicht mehr jeder Anwohner davon überzeugt, die Natur ganz sich selbst zu überlassen. Bürgerinitiativen, zu denen auch Hanka Oswian gehört, stellen den Nationalpark in Frage. Da sehe ich alles das, was brennen kann. Wenn ich gerne ein Lagerfeuer machen würde, würde ich das auf alle Fälle nehmen zum Anzünden. Gerät hier im Nationalpark ein Feuer außer Kontrolle, sind auch malerische Gemeinden wie Hohenstein in Gefahr. Wenn man jetzt merkt, es hat mehrere Tage, Wochen nie geregnet, die Waldbrandgefahr wird ja immer größer. Und dann wird man innerlich auch immer unruhiger, weil man natürlich das Gefühl hat, es reicht hier ein Funken. Es reicht eine Kleinigkeit und es brennt alles lichterloh. 11 Millionen Euro Schaden muss der Nationalpark verkraften. Totholz allerdings, so hat eine Studie gezeigt, sei kein Brandbeschleuniger gewesen. Ist der Wald ohne Nationalparkstatus wirklich feuerfester? Das hätte dann den Vorteil, dass man sozusagen dass der Mensch dort eingreifen darf. Im Gegensatz zur Natur Natur sein lassen, darf der Mensch auch, es besteht trotzdem Naturschutz, aber der Mensch darf dort noch eingreifen. 16 Nationalparks gibt es in Deutschland. Mindestens 11 davon beheimaten unangetastete Urwälder, die wir uns weiter leisten sollten, meint der Experte. Der Zweck eines Nationalparks besteht ja darin, den Menschen mal rauszunehmen und zu sagen, es soll sich alles so entwickeln, wie es so Natur aus wäre. Das birgt natürlich ein gewisses Risiko. Aber ich denke mal, da würde ich schon sagen, wenn man das jetzt nicht mehr macht, im Nationalpark das Holz rausholt, dann ist die ganze Idee eigentlich obsolet. Und das würde ich sagen, so sehe ich noch nicht, dass das notwendig werden wird. Abseits der Nationalparks gibt es für den Menschen mehr als genug zu tun. Im Westallgäu, genauer noch im Krähenberger Forst, zeigt sich, optimale Waldpflege bedeutet Arbeit rund um die Uhr. Dieser sogenannte Plenterwald ist ein Vorzeigeforst. Verschiedene Bäume aller Altersklassen, aller Größen, mächtige und schmale Exemplare halten ihn gesund. Der König des Mischwaldes hier, Florian Schwarz, der Bergwaldförster. Der 31-Jährige hilft, die richtige Baumbalance zu finden. Er erklärt in Seminaren, worauf es bei der Waldpflege ankommt. In der Privatwaldbesitzerberatung, da gucken wir genau auf sowas, dass wir einfach schauen, dass immer punktuell über die Fläche einzelne Bäume entnommen werden, damit wir einfach diese Plenterwälder innerhalb von der Struktur und von der Baumartenmischung so erhalten können, wie sie jetzt sind. Tobias Ihler hat sein Waldstück vor 2 Jahren von seinen Eltern überschrieben bekommen. Er ist Zimmerermeister, hat also beruflich mit Holz zu tun. Trotzdem reicht sein Wissen nicht aus. Experte Florian Schwarz unterstützt ihn bei der Auswahl der Bäume, die hier gefällt werden müssen.
Ich bin sehr froh, dass es die Experten gibt, weil es ist oft, wir laufen durch und dann diskutieren wir darüber, welchen Baum nehmen wir raus, welchen lassen wir drin. Und ich muss gestehen, ich hätte schon öfters den falschen rausgenommen, weil ich halt einen ganz anderen Blickwinkel drauf habe. Man denkt dann oft auch mit der wirtschaftlichen Brille und das ist nicht immer der nachhaltigste. Wenn dann die richtigen Bäume ausgesucht sind, geht's ans Fällen. Viele Waldbesitzer müssen selbst Hand anlegen. Keine ungefährliche Angelegenheit. Hier macht eine 160-jährige Weißtanne Platz. Für nachwachsende Säumlinge und einen Mischwald, der zukunftsfähig bleibt. Auf die richtige Mischung kommt es also an. Doch dafür eine richtige Mixtur zu finden, ist gar nicht so einfach. Denn das Bild des deutschen Waldes ist aktuell noch zum größten Teil durch Monokulturen geprägt, die einst nach dem Zweiten Weltkrieg als schneller Rohstofflieferant gepflanzt wurden. Ein Blick auf Deutschland zeigt, Nadelbaumarten sind vorherrschend. Die Kiefer im Osten und die Fichte im Süden des Landes. Buche und Eiche, beides Laubbäume, sind in Mittel- und Westdeutschland am ehesten vertreten. Wir werden erhebliche Veränderungen vermutlich schon erleben in der Verbreitung dieser Baumarten. Also die Fichte wird sicherlich im Flachland keine Rolle mehr spielen. Die wird sich zurückziehen auf Hanglagen, wo eben der Niederschlag gesichert ist, also da, wo sie ursprünglich auch herkommt. In Südbayern wird es immer Fichten geben, das glaube ich. Aber in großen Teilen Deutschlands, wo sie jetzt vorkommt, sicherlich. Für die Kiefer kann man dasselbe erwarten. Die Kiefer ist eigentlich eine Baumart, die mit Trockenheit gut umgehen kann, die aber offenbar, da ist, weiß man auch noch nicht genau, woran das liegt, mit Hitze ein Problem hat. Deswegen wäre meine Idee eigentlich zu sagen, diese fremdländischen Baumarten in vorsichtigem, bemessenem Umfang zu beteiligen, in eine Matrix von einheimischen Baumarten und sich dann möglichst breit aufzustellen, um zu gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Weil wissend tun wir es einfach nicht. Dass in Zukunft mehr auf Laub- und Mischwald gesetzt werden muss, zeigt auch die Anfälligkeit der Nadelbäume. Verlor Deutschland in den vergangenen Jahren eine Laubbaumfläche von der Größe halb Berlins, lag die Schadfläche bei Nadelbäumen 9-mal höher. Ein noch extremeres Beispiel. Während sich die Sterberate der Buche, einem Laubbaum, zwar auch deutlich erhöht, versechsfacht sich die Absterberate der Fichte, einem Nadelbaum. Ihre persönliche Einschätzung, wie sehr muss denn der Mensch überhaupt bei der Veränderung und auch Umbau des Waldes eingreifen? Ich meine, da gibt es auch wieder eine große Debatte. Die einen sagen, alles sich selbst überlassen, dann wird's schon. Die anderen sagen, wir müssen aktiv eingreifen. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist, die muss die Gesellschaft beantworten, was wollen wir eigentlich von unserem Wald? Und davon hängt die Antwort ab. Wenn ich sage, ich will jetzt erstmal kein Holz mehr, mir ist auch relativ egal, ob die Wasserspende so ist, wie sie ist, oder also wenn mir die, oder wie der Erholungswert ist, wenn mir das alles egal ist, wenn ich also eigentlich keine Anforderungen an Wälder stelle, dann kann ich auch sagen, dann lasse ich es einfach laufen. Wenn ich allerdings bestimmte Bedürfnisse habe und die auch sichergestellt haben will, auf Dauer, dann werde ich vielleicht eben doch im einen oder anderen Fall sinnvollerweise einen Waldumbau unterstützen oder ihn initiieren. Es ist nicht so einfach, entweder oder, sondern es ist ein großes Set an Maßnahmen sinnvoll. Sprung nach Brandenburg, genauer gesagt in ein Waldstück nordöstlich Berlins. Jäger und Waldbesitzer Matthias Schwerin nimmt sich zusammen mit Hündin Hummel Zeit, um seine Vorstellung der korrekten Aufforstung zu schildern. In der Theorie klingt sein Ansatz eigentlich ganz einfach. Ich persönlich vertrete die Ansicht, dass wir mit der Natur arbeiten müssen und nicht gegen die Natur. Das heißt, wir sollten da, wo es möglich ist, so viel wie möglich mit natürlicher Verjüngung von Wald arbeiten. Denn die Natur kann am besten bestimmen, wo welche Bäume sich verjüngen und nachwachsen. Doch diese natürliche Verjüngung hat einen weiteren Feind: tierische Konkurrenz. Schalenwild, das den nötigen Waldumbau immer öfter zunichte macht. 1000 Wildtierkameras beobachten mittlerweile deutschlandweit in 10 Schutzgebieten, ob etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Auch hier im Nationalpark Bayerischer Wald wird geblitzt für die Forschung.
Und er ist der Mann hinter der Linse. Marco Heurich ist Professor für Wildtierökologie und Naturschutzbiologie an der Uni Freiburg. Er erklärt, wie die Technologie funktioniert. Diese Kameras, die haben einen Sensor und das ist eine Kombination aus einem Wärmesensor und Bewegungssensor. Das heißt, nur wenn was Warmes sich an der Kamera vorbei bewegt, dann löst sie aus. Das heißt, alle Säugetiere und auch Vögel, die jetzt quasi hier vorbeikommen, von denen bekommen wir ein Bild. Unsere Idee, die wir haben, ist quasi die Wildtiere in den Nationalparken zu überwachen, dass wir wissen, wie entwickeln sich ihre Populationen, gehen sie nach oben, gehen sie nach unten, wie entwickeln sich seltene Tierarten, muss es gegebenenfalls Bestandesstützungsmaßnahmen geben, falls eine Tierart immer weniger Individuen zeigt. Und dafür haben wir dieses Monitoring. Das heißt, der Nationalpark Berchtesgaden in den Alpen nimmt die Daten nach dem gleichen System auf wie der Nationalpark Müritz im norddeutschen Tiefland. Und dann ist es möglich, eben, wenn man das über mehrere Jahre macht, auch zu sehen, wie entwickeln sich die Populationen, wie entwickelt sich die Natur, wie entwickelt sich die Vegetation. Fest steht, die Rehpopulationen entwickeln sich zu gut. Und genau hier liegt das Problem. Gerade die Jungtiere fressen Säumlinge, also Babybäume, am liebsten und stehen damit der natürlichen Wiederaufforstung im Wege. Eine große Herausforderung mit einer vermeintlich unpopulären Lösung. Wie wichtig ist denn der Jäger, wenn es ums Thema Aufforstung und Waldschutz geht? Die Jagd muss den Waldbau, den natürlichen Waldbau unterstützen, denn wir können es uns einfach nicht leisten, sehr hohe Wildbestände zu haben, wie wir sie seit 50 Jahren haben. Und wir können uns weiterhin auch nicht leisten, große Flächen einzuzäunen, weil wir außerhalb der Zäune viel Wild haben und innerhalb der Zäune junge Bäume, die wir gepflanzt haben oder die sich natürlich verjüngen. Das wird nicht funktionieren, weil es nicht zu bezahlen ist. Und dann zeigt uns Waldbesitzer Schwerin, wie dramatisch die Lage der Rehüberpopulation wirklich ist, indem er uns die schiere Anzahl der Rehschlafplätze präsentiert. Hier haben wir ein Rehlager. Hier ist eins, da vorne ist ein großes, hier ist wieder eins. Also es ist wirklich alles voll. So, und das sieht jetzt hier ein bisschen nach Serengeti aus. Ja. Ist das ein gesunder Wald? Das ist kein gesunder Wald. Das ist ein Reinbestand aus Lärche. Da ist vor einigen Jahren im Sturm relativ viel umgefallen. Jetzt kommt da viel Licht rein. Eigentlich gute Bedingungen dafür, dass sich Mischwald hier entwickeln kann. Hier ist zu viel Wild und alles, was an Bäumen wachsen kann, wird runtergefressen. Wir haben nur Gras. Eine jährliche Entwertung der Verjüngung findet hier statt. Und das ist nur zurückzuführen auf eine unsachgemäße Bejagung hinsichtlich einer vernünftigen natürlichen Waldentwicklung. Auch wenn es nicht so aussieht, dieser Koloss schützt im Gegensatz zum Wild die jungen Bäume. Und das, während er die alten mit hochmoderner Technik fällt. Das ist die Aufgabe eines Harvesters. 40 Tonnen Gewicht, gewaltige Erscheinung, 190 Pferdestärken, hochmoderne GPS-Technik. Wie Mikado-Stäbchen bearbeitet diese Maschine die mächtigen Bäume. Maschinenführer Martin Wölfel räumt ein, wer einen solchen Holzvollernter fährt, braucht mehr als nur den passenden Führerschein. Es ist eine Leidenschaft. Harvester fahren ist für jeden Job, man lebt eigentlich dafür. Das ist ja so. Man macht es nicht in 5 Minuten, sondern wir fahren maximal 10 Stunden. Aber es ist eine Leidenschaft. Sonst kann man den Job nicht machen. Bis zu 10 Stunden am Tag. In dieser Zeit schafft er ordentlich was weg mit dem Harvester. Mit seinem 14 Meter langen Arm hebt der bis zu 3 Tonnen. Ein Holzvollernter zerlegt den Baum in 0, nichts, macht ihn transportfähig. Obwohl kräftig, bewegt er sich geradezu vorsichtig durchs Unterholz. Muss er auch. Es geht schließlich darum, den Wald zu schonen. Der Harvester hat die Holzernte revolutioniert, effektiver und vor allem sicherer gemacht. Klar, dass die Holzindustrie die rollenden Riesen schätzt. Aber auch für den Waldumbau ist sein Einsatz unerlässlich geworden. Hier im Sulzbacher Forst schafft der Koloss zügig Platz für junge Bäume, erklärt Forstbetriebsleiter Julian Sauter. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch mit dieser Maschine, die führt dazu, dass wir vorhandene Verjüngung schonen, andere Baumarten, Laubbaumarten hier vor allem. Und sie führt aber auch dazu, dass ich Verjüngung einleite. Also nach diesem Hieb werden wir ganz viel Licht am Boden bekommen und es gibt die Chance für kleine Bäume in diesen Lücken zu wachsen. Markierungen zeigen dem Harvesterfahrer, welcher Baum fallen muss. Ist der Borkenkäfer im Spiel, dann sind die Harvester besonders effektiv.
Nicht nur im Sulzbacher Forst konnten die Megamaschinen eine Ausbreitung schon verhindern. Über das Für und Wider ihres Einsatzes wird dennoch immer wieder diskutiert. Das ist eine sehr gefährliche Arbeit. Das findet draußen bei Wind und Wetter statt, bis in den Winter hinein, wenn Schnee liegt und es rutschig ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer recht hohe Unfallzahlen hatten, auch bei den Waldbesitzern. Und die Maschinen, die wir heute einsetzen, einfach dazu geführt haben, dass die Unfallzahlen enorm runtergegangen sind. Und das ist der Riesenvorteil, den die Maschinen mit sich gebracht haben. Aber, jetzt kommt das Aber, sie sind eben große, schwere Maschinen, die den Boden verdichten. Und daran entzweien sich eben auch viele Diskussionen. Tun wir den Wäldern, den Waldböden nicht viel Schlechtes, wenn wir das so machen? Und sollte man nicht stattdessen traditionell mit Pferden das Holz aus dem Wald ziehen? Das ist wunderschön. Ich habe selber ein solches Pferd und mache das auch zum Spaß. Aber so viele Pferde haben wir in Deutschland gar nicht mehr. So viele Leute, die das machen, haben wir nicht mehr. Also ich glaube, es ist einfach eine schöne Illusion zu sagen, wir stellen darauf um. Die schonendste Variante der Holzentnahme ist die mit der längsten Tradition und nicht nur eine Illusion. Im mittelfränkischen Ellingen beginnt der Arbeitstag für die Pferde Fine und Hansi. Gemeinsam mit ihrer Rosserin Michaela Streb gehen die süddeutschen Kaltblüter heute zum Holzrücken in den Wald. Mit zum Team gehört Forstarbeiter Daniel Weishaupt. Servus, passt ja. Alles, ja? Wunderbar, hast du gut rausgefunden, ja? Ja, einwandfrei. Ab in den Wald zum Einsatzort. Okay. Ganz wichtig ist natürlich die richtige Kommunikation mit den Tieren. Bei den Kommandos ist es so, es gibt vier Hauptkommandos. Brrt ist stehen bleiben. Wir, also es ist immer wieder der Dialekt, wir ist gehen. Hot ist rechts und Vista ist links. Gemeinsam ziehen die beiden die Baumstämme zum Verladeplatz an der Lichtung. Bis zu 500 Kilo schafft die 7 Jahre alte Rückerstute. Ganz traditionell, in Handarbeit, werden auch die Bäume zu Fall gebracht. Genauer noch, sie müssen fallen. Auch hier hat der Borkenkäfer ganze Arbeit geleistet. Viele angeschlagene Kolosse würden einem Sturm nicht mehr standhalten. So wie diese 30 Meter hohe Fichte. Damit Michaela den Stamm mit dem Pferd gut bewegen kann, entfernt der Forstarbeiter die Äste. Immer mehr befallenes Holz müssen sie aus dem Wald rausziehen. Das ist sehr beunruhigend, wenn ich noch weiß, vor 15 Jahren war das hier ein ganzer Wald mit Vollbestand und jetzt sind wir hier nur noch am Aufräumen. Durch ihre sanfte Herangehensweise können sie dazu beitragen, den angeschlagenen Wald zu schonen. Michaela wäre froh, wenn es noch mehr Holzrücker wie sie gäbe, aber das, glaubt selbst sie, ist nun wirklich eine Illusion. Diese Art, was ich mache, wird, denke ich, schon irgendwann aussterben. Weil es zu wenig Menschen gibt, die es noch machen. Es ist tatsächlich so, es ist einfacher, sich in ein Büro zu setzen oder sich in eine Fabrik zu setzen. Hat man geregelte Arbeitszeiten. Es gibt wenig Holzrücker noch, zu früher. Allein die Personenanzahl oder der Rosserer, die diese Pferde überhaupt noch haben. Das Pferd kann effizient genug arbeiten, macht weniger Schäden im Wald. Man sieht es ja jetzt, also man sieht kaum. Wo wir jetzt unterwegs waren, klar sieht man ein paar so Schleifspuren, aber der große Schaden ist einfach nicht da. Ob mit Harvester oder Pferd, immer mehr Wald wird geschlagen. Das zeigt auch der Blick auf das gefällte Holz der letzten Jahre. Der Trend unverkennbar. Seit 2016 stieg der Holzeinschlag um über 30%. Sind die Stämme einmal gefällt und aus dem Wald befördert, werden sie hier gestapelt, bereit zur Abholung. Was passiert jetzt hier mit diesem Holz, was hier liegt? Wie wird es hier rausgebracht? Ja, wir stehen hier an einem Holzabfuhrweg. Das sind die Wege, die wir brauchen, um mit LKWs mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen hier in den Wald zu fahren. Die haben in der Regel einen Kran oben drauf und die heben das Holz dann hoch mit dem Kran und setzen das auf den Rungen ab, so viel wie sie laden dürfen. Und dann wird das ins Werk gefahren. Über 650 PS rollen jetzt also über die Pfade. Die kurzen Hölzer lässt der LKW-Fahrer links liegen. Was ihn interessiert, sind die langen Baumstämme. Man bekommt per E-Mail von dem Sägewerk Fuhrauftrag, Telefonnummer vom Förster, Koordinaten und dann hat man alles. Das war's heutzutage. Und vielleicht auch eine Karte eventuell.
aber nur dann, wenn der Förster sich ein bisschen Mühe gegeben hat. Ganz ohne Mühe müssen jetzt die Baumstämme aufgeladen werden. Wie die auf den kurzen LKW kommen? Der Trick ist der LKW selbst, eine Spezialanfertigung. Samt Anhänger, den Peter Huppertz abladen kann. Damit kann er die Länge so anpassen, wie er sie braucht. Der zweite Clou ist der Kran. 26 Stämme wird Peter Huppertz aufladen, jeder durchschnittlich 1,5 Tonnen schwer. Und die Stämme müssen heute extra lang sein. Weil das Sägewerk das braucht für die Längen, die verarbeiten. Weil Abschnitte gibt es nur im Sortiment 4, 5, 6 Meter. Aber wenn Bretter gemacht werden müssen, die 8 Meter lang sein müssen, zum Beispiel, die sind natürlich schon dick hier, ne? Boah. Die Nachfrage nach den langen Brettern steigt, denn immer mehr Häuslebauer setzen nämlich auf den natürlichen Rohstoff. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Holzhäuser sind günstiger und schneller zu bauen. Außerdem isoliert ein Holzhaus wesentlich besser, gut für die Heizkostenabrechnung. Das verwendete Holz kommt häufig direkt aus der Region. Das führt zu einer wesentlich besseren Ökobilanz. Blickt man auf die neu gebauten Einfamilienhäuser der vergangenen Jahre, fällt auf, besonders im Süden des Landes setzt man auf den Rohstoff Holz. Spitzenreiter Baden-Württemberg lässt sogar fast jedes zweite Einfamilienhaus aus Kiefer, Fichte und Co. errichten. In Bayern ist es immer noch jedes dritte. Zurück auf der Waldstraße. Alle Bäume sind verladen, ab ins Sägewerk. Höchste Konzentration und vor allem Erfahrung sind am Steuer Voraussetzung. Und schnell wird klar, wie knifflig dieser Job wirklich ist. In der S-Kurve, die jetzt gleich kommt, ist das schon sehr problematisch. Zaun, rechte Seite, linke Seite Hecke und dann in der Kurve noch eine dicke Eiche. Passt. Die Kurve naht. Die Straße ist einspurig und sehr schmal. Wie rumkommen? Parallel zum Steuer gibt es eine Konsole, die den Anhänger kontrolliert. Alles gleichzeitig. Es gibt wenig Sicht. Und jetzt kommt noch der Baum. Ein echter Kick, wenn er diese Stelle passiert. Geschafft. Ein bisschen stolz ist Huppertz auch dieses Mal. Natürlich auch fahrerisches Können hier. Bis jetzt war er allein auf weiter Flur. Aber jetzt kommen andere Verkehrsteilnehmer ins Spiel. Es geht geradewegs auf einen Kreisverkehr zu. Das ständige Piepen des Annäherungsalarms bringt den Profi nicht aus der Ruhe. Konzentration und Routine sind wichtig. Dann aber ist die Herausforderung bewältigt und das Ziel Sägewerk erreicht. In erster Linie ist es ein großer Lagerplatz, von dem aus das Holz verarbeitet und weiterverteilt wird. Aus den Baumstämmen werden hier Schritt für Schritt Bretter und Platten gesägt, in allen möglichen Längen und Stärken. Peter Huppertz hat fast Feierabend. Viel Holz, viele wenig Menschen, eher besser gesagt, hier im Sägewerk. Die Leute auch im Sägewerk werden durch Maschinen ersetzt. Brettersortierung oder so ist ja bald alles nur noch von Maschinen gemacht. Die arbeiten momentan, glaube ich, circa, ich glaube, so 60 Leute, 60, 70 Leute. Würden zwar gerne noch ein paar einstellen, aber will ja keiner mehr arbeiten heutzutage. Hier in Oberachern wird aber noch gearbeitet und das richtig hart. 60 oder 70 Leute braucht es in diesem kleinen Betrieb nicht. Es ist ein schweißtreibender Job, den Patrick Morgenthaler sich ausgesucht hat. Im Zentrum der harten Arbeit steht diese alte Säge. Eine Gattersäge, deren 15 Sägeblätter regelmäßig auf Spannung gehämmert werden müssen. Nur einer von vielen Schritten, bevor Baumstämme zu Dielenbrettern werden können. Also Opa hat immer gesagt, sägt es schnell. Und die Kunden sehen dann halt oftmals auch nur, ach, das geht ja flott. Aber ja. Die Maschine, sie ist der ganze Stolz von Patrick Morgenthaler. Dabei war die Säge eigentlich längst stillgelegt. 10 Jahre lang staubte das Industriedenkmal ein, bis der Enkel die Säge wieder in Betrieb nahm. Das Werk gehört der Familie seit 1875. Und auch die Maschine selbst ist längst eine alte Dame. Die hat jetzt nächsten Monat den 101. Geburtstag. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Ist auch die älteste, noch wirtschaftlich betriebene hier in der Gegend von der Firma. Und dementsprechend tun wir sie auch sehr sorgsam behandeln und pflegen. Da liegen sie, die edlen Stämme aus dem Wald.
Mit alter Technik und schweißtreibender Muskelkraft geht's rein ins Sägewerk. Mehrere hundert Kilo Holz müssen hier umgehieft werden. Doch die Arbeit wird sich lohnen, denn Holzböden sind gefragter denn je. Dann ist endlich der erste bearbeitete Block eingespannt und es kann losgehen. Die Dielenproduktion. Und wenn die alte Dame erstmal auf Touren kommt, gibt es für das Holz keine Gnade mehr. Bis jetzt hat Patrick Morgenthaler jeden verdienten Euro wieder in die Säge gesteckt. Große Gewinne waren bisher also noch nicht drin. Die Betonung liegt jedoch auf noch. Die Investition wird sich lohnen, denn seine Produkte sind gefragter denn je. Wir glauben, dass die Holzprodukte einen Wettbewerbsvorteil bekommen können gegenüber sehr energieintensiven Produkten. Das hängt auch wiederum von vielen Faktoren am Markt zusammen. Aber wenn wir einen Trend hin zu nachhaltigen, umweltfreundlichen, klimafreundlichen Produkten sehen, sehen wir Holz und Holzprodukte eigentlich im Vorteil. Wie wertvoll dieser Rohstoff wirklich sein kann, wird in Bischofswald bei Magdeburg deutlich. Hier werden heute Baumstämme versteigert und das Geld wird dringend benötigt. Der Waldbesitzer braucht diese Erlöse, um wieder in den Wald zu investieren, damit wieder aufgeforstet wird. Dieser Riesenbaum bringt bestimmt einen hohen Erlös. Ja, das ist ein Eichenstamm guter Qualität. Er hat keine Fehler, sichtbaren Fehler, außer diesen Querriss. Ähnlich wie beim Wein gilt auch beim Holz, je älter, desto teurer. Das ist semi-fossiles Holz, also mehrere tausend Jahre unter Sauerstoffabschluss gelagert. Und einfach die Färbung des Holzes ist super speziell. Sie ist dunkel, gleichmäßig, trotzdem hart von der Struktur. Der Uraltstamm wird später für über 10.000 Euro weggehen. Die Gebote werden per Post abgegeben. Aber nicht nur das Alter ist für den Preis entscheidend. Auch auf kleine Macken achten die potenziellen Käufer. Dann das allererste, was auffällt, wenn man hier auf die Stirnfläche guckt, ist auf der linken Seite der leichte Schaden. Ich habe ihn jetzt als Fellschaden angesprochen, weil das im Zuge der Fällung vermutlich passiert ist. Und ansonsten von der reinen Stirnfläche, die man hier unten sieht, ist es erstmal ein schöner Stamm. Das Achten auf Kleinigkeiten lohnt sich. Am Ende kann sich der Gewinn sehen lassen. Der Gesamterlös, den wir hier erzielt haben, ist über unseren Erwartungen. Wir hatten mindestens 800.000 Euro angepeilt. Wir sind jetzt bei 922.000 Euro abgekommen. Den Verkaufsrekord knackte hier übrigens ein Baum im Wert von 12.000 Euro. Der Holzpreis war in den letzten Jahren alles andere als konstant. Der Grund hierfür liegt, man mag es kaum glauben, im Überangebot, das der Holzindustrie durchaus zu schaffen macht. Wir haben einen entsprechend freien Markt auch, wo sich der Preis bildet. Und in den letzten Jahren haben wir die Sondersituation gehabt, dass durch die Waldschäden die Waldbesitzer gezwungen waren, sehr viel Holz einzuschlagen, anzubieten und die Industrie trotz sehr guter Nachfrage gar nicht so viel Holz verarbeiten konnte, wie der Waldbesitzer angeboten hat. Auf hohe Nachfrage der speziellen Art würden alle Waldbesitzer aber gerne verzichten. Holzdiebstahl ist zur Plage geworden. Nicht nur im rheinland-pfälzischen Annweiler rüstet das Forstamt auf. Wir haben Smartphones, wir haben Outdoor-Tablets, Drohnen, die zum Einsatz kommen und halt eben jetzt auch die GPS-Tracker. Wir hoffen, dass wir die Kriminellen da überführen und auf der anderen Seite natürlich auch abschrecken. Objekt der Begierde? Sogenannte Holzpolter, die von kriminellen Banden im großen Stil gestohlen werden. Waldbesitzer beklagen Millionenverluste. Also wir werden den Sender jetzt verdeckt in den Stamm integrieren, sodass er für Außenstehende nicht mehr ersichtlich ist und werden das entsprechend verblenden. Sobald der Sender verbaut ist, hat er bis zu 90 Tage Saft. Danach gibt die Batterie ihren Geist auf. Also passt prima. Ah, super. Können wir einen Deckel drauf machen. Machen wir noch ein bisschen Dreck auch drum und machen unsere Späne weg, sodass nicht so auffällt. Es ist so, dass wir auch auf private Handys oder auf Diensthandys informiert werden. Und wenn wir jetzt eine
Mobilisierung von dem Holz feststellen, dann würden wir uns erst rückversichern bei dem Käufer oder bei dem Kunden des Holzes. Und falls er es nicht abfährt, würden wir die Polizei informieren. Bis zu 2% werden in großen Betrieben jährlich entwendet. Das zeigt, wie wertvoll der Rohstoff Holz ist und bleibt. Und dieser Rohstoff hält in Deutschland auch uraltes Handwerk jung. Wie zum Beispiel die Schindelproduktion. Im Bayerischen Wald in der Nähe der Kleinstadt Viechtach sucht und findet Schindelmacher Stefan Müller immer noch das perfekte Baumaterial für eine sehr besondere Handwerkskunst. Den kann man nehmen. Der steht jetzt da schön, steht auch ein bisschen geschützter hierin. Und die Rinde ist schick gewachsen, die ist nicht gedreht, nicht links, nicht rechts gedreht. Und ja, von daher kann man halt sagen, dass der geeignet ist zum Schindelmachen. Mit den sogenannten Schindeln, dünnen Holzplatten, werden gerade im bayerisch-ländlichen Raum Außenfassaden und Dächer verkleidet und gedeckt. Ist der perfekte Baum gefunden und gefällt, geht's ans Zersägen. In Europa werden die Schindelbäume zwischen Dezember und Februar geschlagen. Für die Herstellung von Dachschindeln wird Lärche, Fichte, Weißtanne, aber auch Eiche verwendet. Man kann nicht schon sagen, wenn man nicht vierteln und lost schon nicht schön, dann wird er auch zum Spalten nicht gehen. Aber jetzt schauen wir mal. Aus einem 40 cm breiten Klotz werden zwischen 20 und 30 Schindeln. Bedeutet umgerechnet, für das Dach eines Einfamilienhauses braucht Stefan mindestens 70 Klötze. Na ja, so schlecht ist er gar nicht. Das kriegen wir schon. An der Werkbank geht's jetzt an den Feinschliff. Glätten, begradigen und in Form bringen. Das Schnitzen mit dem Ziehmesser ist Schwerstarbeit. Ja, damit geht jetzt auf Zeiten ein wenig auf. Rechte und linke Seite, hinter oder Vorderseite vom Holz halt. Und dann schaue ich halt einfach, dass er passt zum Verlegen. Wichtig ist, dass sie gespalten haben. Und wenn sie es halt sägst, ist schlecht, weil du die ganzen Fasern durchsägst und dann reißt es normalerweise und also ist eigentlich untypisch. Das wird dreifach verlegt und ja, dann holt's wieder. 40 Jahre. 4 Jahrzehnte Haltbarkeit dank eines uralten Handwerks. Manchmal hält's bewährtes eben doch am längsten. Unsere Wälder geben uns Menschen viel. Rohstoffe, Gesundheit und auch wie unzähligen Tierarten ein Zuhause. Doch wir haben vor allem gelernt zu nehmen. Das wird sich jetzt ändern müssen. Denn Deutschlands Wald ist im Wandel. Deswegen ist der Wald in einem besseren Zustand, wenn wir diesen Monokultur Stück für Stück ablösen und der frei werdende Raum aufgefüllt wird von Mischwald. Wir haben heute mehr Mischwald als noch vor vielen Jahrzehnten und das wird noch weiter zunehmen. Die Frage ist natürlich, mit welchen Baumarten man mischt. Die Frage ist schwer zu beantworten, weil wir nicht wissen, welche Temperaturen, welche Klimabedingungen wir in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich bekommen werden. Also ich wünsche mir, diesen Wald, den wir kennen, zu erhalten und uns einfach endlich mal der Verantwortung gerecht werden, die wir haben, um dieses wunderbare Ökosystem eben zu erhalten. Stress lass nach, das ist die Botschaft, die der Wald an uns sendet. Der Mensch hat verstanden, dass er sich kümmern muss um seinen Wald im Wandel.